Ja, danke schön, dass du heute hier bist. Es wäre nicht so schön, wenn du heute nicht da wärst. Da wäre der Saal leer. Und ich sage das aus dem Grund, ich bin gestern ja, auf einen Rückblick von 2020 gestoßen und das kannst du dir auch anschauen im Internet. Rückblick von unserer Gemeinde und da steht Arthur hier vorne und sagt, ja, ich bin heute hier allein in dem Saal. Und die Zeiten, die haben sich ein wenig verändert. Und deswegen ist das schön, dass wir heute so den Gottesdienst feiern können und dass du heute dabei bist. Und das ist einfach ein Vorrecht, dass wir auch hier zusammen heute über ein Wort nachdenken dürfen. Ich habe vor ein paar Jahren, war ich auf einem Klassentreffen gewesen. Und es waren Leute da gewesen, mit denen ich vor 30 Jahren letztes Mal mich gesehen habe. Und da ist es mir enorm aufgefallen, wie manche Leute sich in ihrem Leben nicht verändern. Wenn du 30 Jahre die Person nicht gesehen hast und du sitzt da und du würdest die Augen schließen und diese Person, die würde was sagen und du erkennst die Person aus der Schulzeit. Man merkt einfach, in 30 Jahren haben sich gewisse Dinge in dieser Person nicht verändert. Die Denkweise ist geblieben, die Reaktion, die Person hat, sind auch geblieben. Also es hat sich nie viel verändert. Seitdem habe ich immer wieder beobachtet Menschen, die ich auch länger kenne. Und ich habe gemerkt, dass die Menschen, die in eine Kirche gehen, auch manchen in eine Landeskirche gehen. Oder auch vielleicht irgendwo in einem Hauskreis oder irgendwo sich mit der Bibel, mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass diese Menschen sich doch manche extrem schnell verändern, die andere langsam, aber es ist eine Veränderung da. Und die Veränderung, die ist aus dem Grund da, weil wir uns unter das Wort Gottes stellen. Indem, dass du heute Morgen hier hingekommen bist, ist das höchstwahrscheinlich so, dass du ja irgendwas hören wirst. Und manchmal sind das Sonntage, wo wir was hören und nichts an uns drankommt. Manchmal sind das Sonntage, die uns enorm ansprechen und dann auch verändern. Manchmal werden wir nicht verändert. Manchmal werden wir verändert dadurch, dass wir hier Menschen treffen, die in unser Leben reinsprechen. Und das ist einfach schön, dass du heute da bist und dass du heute mit dem Thema, was dran ist, dich auch beschäftigen willst oder wirst, wie auch immer. Aber wir sind ja immer noch in der Predigtreihe und das ist die vorletzte Predigt. Nächsten Sonntag ist die letzte Predigt und wir sind ja in 1. Thessalonicher 5 unterwegs. Und wir haben letzten Sonntag eine wunderbare Predigt gehabt und das wurde uns bildlich sehr dargestellt, was auch ich heute so fortsetzen will. Und das Bild war ja das Team, also das Football-Team. Wie es in dem Team überhaupt reagiert wird, was in einem Team vorgeht, worauf man achten soll, wenn man in einem Team irgendwo ist. Also da wurde ja mehr oder weniger aus dem Sport rübergetragen auf die Gemeinde. Ich würde sagen, also das, was wir heute besprechen wollen, ist in dem im Sport ist enorm wichtig, aber auch genauso in jeder Gemeinschaft. Und wir sind ja überwiegend irgendwo doch verknüpft mit Menschen. Wir leben in einer Familie, wir leben vielleicht in einer Ehe, wir leben vielleicht in einer WG oder in einem Hochhaus, wo Menschen um uns herum sind oder in einer Nachbarschaft. Aber wir sind fast immer irgendwo doch in Berührung mit Menschen und mit Menschen, die nicht mal einmal in unserem Leben auftreten, sondern immer wieder auch uns begegnen. Und deswegen ist enorm wichtig, dass wir heute aus der Predigt auch was lernen. Also, der Text ist heute 1. Thessalonicher 5, ab Vers 15, drei Verse. Und der erste Vers, der geht folgendermaßen. Vers 15. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jage allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Das ist unser Text heute. Und wenn wir uns das hier mal genauer anschauen, Paulus schreibt das hier nicht einfach so irgendwo in einer Zeitung und dass das in jeder liest, sondern Paulus schreibt das zu einer Gemeinde. Und Paulus schreibt hier in der Gemeinde
tut nicht, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Also das heißt, es ist auch eine Vorgehensweise in der Gemeinde, es ist auch eine Vorgehensweise unter Christen. Es ist nicht nur so, dass hier in der Gemeinde eine heile Welt ist und da draußen passieren solche Sachen, wo Böses mit Bösem vergeltet wird, sondern Paulus schreibt das auch in der Gemeinde. Luther hat das übersetzt als Überschrift, diesen Abschnitt, worüber wir uns letzten Sonntag und auch heute unterhalten, steht Folgendes drin. Ermahnung, dass wir uns ermannen. Das ist Ermahnung. Es ist auch so, dass wir nicht nur versuchen, an uns zu arbeiten, sondern auch dieser Vers sagt uns aus, dass wir auch achten, einer auf den anderen. Seht zu, dass es bei euch nicht passiert. Und ich glaube, du kennst gewisse Sätze, die du vielleicht auch selber nutzt oder auch praktizierst. Und zum Beispiel gibt es so einen bekannten Satz, ich denke mal, den kennst du auch. Tu niemandem etwas Gutes, dann widerfährt dir nichts Böses. Das sind oft so Sätze, die wir einprägen, weil wir vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben mit irgendeiner Person oder in irgendeiner Situation und wir sagen einfach, ich tue da nichts mehr Gutes, dann passiert mir auch nichts. Wenn ich nicht jemand was Gutes tue, ne, dann werde ich auch nicht enttäuscht, so ungefähr. Oder ein Satz, wie du mir, so ich dir. Kennen wir auch. Oder blöde Frage, blöde Antwort. Da kommt jemand, der fragt dich irgendwas, ne, und du gibst ihm keine vernünftige Antwort, sondern sagst, wenn du so kommst, dann kriegst du auch die passende Antwort. Und diese Haltung, die ist in uns drin. Die ist in den Menschen drin. Und ich habe so überlegt, mal ein bisschen so nachgedacht, bei den Kindern ist das ja schon so. Wenn jemand sein Spielzeug nicht abgibt, dann sagt er, ich gebe dir auch nichts von mir mehr. Brauchst nicht mehr kommen. Also diese Haltung, die haben wir in uns drin. Oder wenn wir so in der Gemeinde unter Freunden oder sowas mal ein bisschen nachdenken, da geht es oft darum, wenn ich dem einmal eingeladen habe und dem ich nicht einlädt, lade ich nicht mehr ein. Oder umgekehrt. Ne? Also wir merken einfach, dass wenn uns irgendwas nicht so angetan wird, dann tun wir auch nichts Gutes. Dann lassen wir das so stehen. Oder wir gehen vielleicht sogar noch einen Schritt weiter und versuchen da auch dieser Person das auch noch zu spüren zu geben. Ja, du hast ja damals irgendwas. Ne? Ich weiß nicht, ob das in deinem Leben so ist, aber ich persönlich, merke das. Ich merke das auch im Straßenverkehr. Wir sind zwar, wenn man so überlegt, wir sind hier in Deutschland doch sehr gut erzogen, so auch mal Leute an der Kreuzung durchlassen, so durchwinken. Aber was geschieht zum Beispiel auf der Autobahn, wenn eine Spur zu Ende geht und da so die Drängler kommen? Was passiert in uns? Dich lasse ich nicht durch. Also dich zwinge ich jetzt wirklich bis auf den letzten Punkt. Ne? Weil du mich ja auch vielleicht ein paar Kilometer vorhin auch irgendwo ausgebremst hast. Ne? Also wir merken, das ist es in uns auch. Das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiges und aktuelles Thema. Und ihr kennt diesen Satz von mir. Ich habe ihn schon oft in einer Predigt ausgesprochen. Ich liebe das, dass die Bibel so aktuell ist. Dass wenn du heute an diesem Punkt anfängst zu arbeiten und wenn du fängst darauf zu achten und dich anfängst zu verändern, du wirst nicht nur in der Gemeinde glücklich, du wirst in deinem Umfeld glücklicher werden. Und das ist genau der Ansatz, dass dieser Text möchte uns einfach ermahnen oder auch ermutigen. Wenn was Böses läuft, was Gutes tun. Ich habe die Predigt überschrieben, vergelte Böses mit Gutem. Ist das überhaupt möglich? Ist möglich, wenn dir jemand was richtig was angetan hat und vielleicht nicht nur mal die Vorfahrt genommen, sondern auch so wirklich mal vielleicht auch das Leben schwer gemacht hat oder vielleicht irgendwelche Folgen in dein Leben reingebracht hat, die du nicht mehr löschen kannst. Ist das möglich, da vernünftig zu reagieren? Und ich habe nach einer Geschichte gesucht. Ich habe gedacht, ich gucke mich mal um. Und ich habe tatsächlich ganz schnell eine Geschichte gefunden. Die könnt ihr im Internet nachlesen. Es ist eine Geschichte von einer Victoria aus New York. Victoria ist 44
und ist im kalten November 2004 mit ihrem Auto unterwegs in einem späten Nachmittag. Und an was sie sich noch erinnern kann, das ist, dass ihr kommt entgegen ein silbernes Auto. Mehr wusste sie nicht. Und zwar in diesem Auto saßen sechs Jugendliche, die kurz vorhin eine Kreditkarte gestohlen haben und somit ordentlich am Shoppen waren, waren in einem Supermarkt und haben vieles eingekauft. Unter anderem hatten die auch einen Truthahn eingekauft, eingefroren, circa 10 Kilo schwer. Und einer von den Jugendlichen wirft diesen gefrorenen Truthahn aus dem Fenster. Und das trifft Victoria, ihre Frontscheibe. Victoria, er wird in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Gesicht ist total zertrümmert. Die Ärzte haben lange daran gearbeitet, haben ihr Kiefer zusammengeschraubt und gemacht, getan, haben ihr in einem Kopfschädel eine Platte eingearbeitet. Das eine Auge hat nicht wirklich sich gehalten. Also das wurde auch sehr viel gearbeitet daran. Und Victoria hat natürlich gehadert mit Gott. Hat gesagt, warum? 9 Monate später findet eine Gerichtsverhandlung statt. Victoria wird auch mit dazu eingeladen und ist auch da im Gericht. Und dieser junge Mann, der 18-Jährige, sitzt da und ist am Heulen und spricht nur folgende Worte aus. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Victoria steht auf und geht zu ihm, umarmt diese Person und sagt, es ist okay. Es ist okay. In dem Moment ist im Saal Totstille. Die ganzen Reporter, alle, die da waren, der Saal war voll, die haben gewartet auf irgendeine Geschichte, die sie auch später in der Zeitung schreiben können. Aber in diesem Moment ist ganz still und man hört nur, wie Menschen schluchzen. Victoria sorgt dafür, dass dieser junge Mann möglichst gut davonkommt. Er bekommt ein Jahr Gefängnis und 5 Jahre Nachbetreuung. Das macht Victoria zum Nachdenken. Und Victoria entscheidet sich später dafür, dass sie auch in eine ehrenamtliche Arbeit einsteigt, wo sie Menschen betreuen kann. Sie spricht, Gott hat mir eine zweite Chance gegeben. Warum soll ich diese Chance nicht der Person auch geben? Ihm zu vergeben hilft mir, weiterzuleben, spricht sie. Ihm zu vergeben hilft mir persönlich weiterzuleben. Wir merken, dass wenn ich nicht Böses mit Bösem vergelte, am Ende hat nicht nur derjenige was von, sondern ich selber. Und ich glaube, Paulus wusste das auch. Aus dem Grund auch der Zusammenhang mit den anderen Versen. Aber was können wir machen, damit auch in unserem Leben das doch irgendwie nicht nur eine tolle Geschichte, die ich eben erzählt habe, sondern in unserem Leben auch eine Veränderung reinkommt. Und Paulus ermutigt hier uns, achtet aufeinander. Lasst uns aufeinander achten. Wir können oft Menschen, die gerade so vielleicht in dieser Konstellation stehen und gerade irgendwo auch Böses mit Bösem vergelten wollen, da können wir helfen. Weil wir gerade in dieser Situation nicht betroffen sind. Und wir das von der Seite beobachten und haben gar nicht diesen Schmerz in uns. Und wir können gerade da, können wir helfen. Und ich habe dir eine Frage mitgebracht. Wo kannst du aktuell helfen? Vielleicht kennst du irgendwo eine Situation, vielleicht ist es sogar in deiner Familie eine Situation, unter deinen Freunden, unter deinen Nachbarn, vielleicht irgendwo eine Situation, wo sich zwei Personen oder zwei Gruppen irgendwie einer dem anderen was antun. Einer dem anderen irgendwie was Böses tun. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen,
und er hatte Streit mit seinem Nachbar. Und wir haben das auf der Arbeit auch alle immer mitbekommen. Und es ging, am Ende ging das so weit, dass es ging da um eine Grenzüberschneidung. Und als dann der Nachbar mit seinem Traktor auf sein Grundstück bzw. in den Garten reinfahren wollte, und der musste dann ein Stück weit über die Ecke von dem Grundstück von meinem Kollegen fahren. Und als der Nachbar dann da drin war, im Garten, ist der Kollege ganz schnell zum Baumarkt gefahren und hat sich einen Zaun geholt und hat ihn aufgestellt. Es bestand keine Möglichkeit, mit dem Traktor rauszufahren, und er hatte volles Recht gehabt. Und ich denke heute so zurück, ich habe damals nichts gesagt. Ich habe damals nicht gesagt, hey, wie geht das denn? Halte doch mal an. Das geht doch nicht. Ich weiß nicht, ob jemand anders was gesagt hat, aber ich habe mich zurückgehalten. Und das ist genau das, was wir machen können. Dass wir gerade diese Menschen, die in so einer Situation, wenn wir selber da drin stecken, dann ist das oft so, dass wir verbittert sind und nicht sehen, was wir machen. Aber wenn wir sehen, dass andere Menschen gerade in so einer Situation sind, dann können wir anpacken, wir können helfen. Versuch zu helfen. Entscheide dich, gewisse Schritte zu tun. Entscheide dich, Gutes zu tun. Der Text ermutigt uns, dass wir nicht nur in diesen Situationen Gutes tun, wenn irgendwas Böses widerfahren ist, sondern wir lesen hier in Neue Genfer Übersetzung, ist noch ein bisschen deutlicher. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit aller Kraft und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen Menschen Gutes tun. Mit aller Kraft. In jeder Situation, bei jeder Gelegenheit steht hier drin, allen Menschen Gutes zu tun. Das heißt nicht nur, wenn es Spannungen sind, wenn einer blöd kommt, dass dann gut reagieren, sondern allgemein unseren Sinn, unsere Gedanken so auszurichten, dass wir sagen, ich will Gutes tun. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Die wir treffen müssen weit im Voraus. Nicht in der Situation, wenn es gerade brennt, wo es eskaliert, sondern weit im Voraus sich entscheiden. Und dann können wir gewisse Sachen umsetzen. Gutes zu tun. Ich habe vor vielen Jahren mal in einer Sendung gesehen, eine Person, die hat berichtet, warum sie überhaupt spendet. Ich weiß nicht, ob diese Person gläubig war oder nicht, weiß ich nicht, aber mir hat damals gefallen, wie diese Person vorgeht, und ich habe mir damals auch was vorgenommen. Und ich habe mir ab dem Zeitpunkt so vorgenommen, jedes Mal, wenn ich in eine Stadt gehe, shoppen. Ich gehe nicht oft so in Neuwied zum Beispiel, in der Stadt, in irgendwo Mittelstraße und so weiter, aber wenn es schon mal vorkommt, jedes Mal, wenn ich losziehe, lege ich mir 1 Euro in die Tasche. Und diesen Euro gebe ich aus, bevor ich wieder mich ins Auto hinsetze. Und zwar jemand, irgendein Obdachlosen. Nicht der Erste, nicht der Letzte, irgendwo, manchmal der Erste, manchmal auch der Letzte, ist völlig egal. Aber ich habe mir das vorgenommen, den 1 Euro gebe ich heute jemand auf. Was die Person damit macht, das ist egal. Aber das war eine Entscheidung. Entscheidung, Gutes zu tun. Entscheidung, einfach zu sagen, ich mache da mit. Genauso wie wir hier vor vielen Jahren die 1-Euro-Aktion hatten. Viele sind hier hingekommen an dem Sonntag, die hatten schon den 1 Euro in der Tasche, die haben sich entschieden, das Projekt zu unterstützen. Und die gaben 1 Euro. Das andere, was ich mir vorgenommen habe vor vielen Jahren, sobald ich eine Gelegenheit habe, mit einem Polizist zu sprechen, dass ich den einfach Danke sage. Ich habe das noch gar nicht so lange hier wieder bei uns an der Tankstelle erlebt. Da kam die Polizei angefahren, die wollten sich wahrscheinlich einen Kaffee holen oder so. Ich habe die kurz angesprochen, darf ich Ihnen was sagen? Die sind natürlich direkt, die denken, jetzt geht's los. Ich sage, vielen Dank für Ihren Job. Die haben mich angeguckt, die haben gedacht, was ist denn hier los? Ich habe gesagt, ja, das war's. Also ich wollte auch nicht mehr sagen.
Das sind Entscheidungen, die wir treffen können. Aber wenn ich diese Entscheidung in mir nicht treffe, dann werde ich jedes Mal auch Angst haben oder überlegen, habe ich noch einen Euro da? Soll ich die Polizei ansprechen oder nicht? Soll ich in irgendeiner Situation, wo es brennt, in den Verwandtschaften vielleicht irgendwo eskaliert und Leute so Böses mit Bösem vergelten, soll ich da mich irgendwo dazwischen hängen? Oder nicht. Das sind Entscheidungen, die wir im Vorfeld treffen müssen. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass du eine gute Entscheidung triffst. Dass du dich vielleicht heute entscheidest, gerade solche Situationen, wo es mal vielleicht wirklich nicht gut läuft bei jemandem oder auch in deinem Leben, dass du sagst, ich entscheide mich, Gutes zu tun. Entscheide dich, in der Gemeinde ein Auge dafür zu haben. Vielleicht auch dafür zu beten, dass sie sagen, Mensch, es läuft hier oder da mal bei den Personen nicht so gut, dass du für diese Menschen, für diese Familien betest. Noch ein Beispiel habe ich mitgebracht. Habe ich auch in dem Zusammenhang gelesen und das fand ich so toll. Es war einer unterwegs gewesen und hat nach einem Job gesucht. Ich weiß nicht, in welchem Land das war. Aber er klopfte an einer Tür und ihm öffnete ein junger Mann die Tür. Und es war ein Sohn von einem Bauer. Und der Vater mit seinem Sohn, die waren früher so ein richtiges Team gewesen. Die haben die Felder bearbeitet, die waren erfolgreich, die haben wirklich gut Ernte reingefahren und das lief alles gut. Und dann eskalierte das da. Zwischen Vater und Sohn, da waren Uneinigkeiten, die haben sich zerstritten, die haben sich dermaßen zerstritten, dass jeder lebt in seinem Haus, dazwischen war so ein Bach gewesen und die haben sich nicht mehr besucht und so, das lief da alles chaotisch. Und da kam dieser Mann und klopfte da an der Tür und sagte, habt ihr zufällig einen Job für mich? Und da sagte der Sohn, ja, ich habe einen Job für dich. Wenn du mir einen Gefallen tust, ich bezahle dich auch sehr gut. Wenn du hinter diesem Bach eine Mauer baust, dass ich das Haus da nicht mehr sehe, ich kann es nicht mehr sehen. Und als ich das so gelesen habe, kam mir in Erinnerung eine Situation, ein Nachbar von mir, der sagte mir damals wortwörtlich mir ins Gesicht, sagte, wenn ich eine Möglichkeit hätte, würde ich meinem Vater als Erster den Kopf abhacken. So ein Hass ist manchmal in den Familien drin. So negativ sind wir unseren Eltern oder unseren Geschwistern eingestellt. Aber diese Geschichte, die geht weiter. Der junge Mann, der fuhr in den Urlaub, der andere, dieser Wanderer, der nahm diesen Job auf sich. Und als der Sohn aus dem Urlaub kam, ein paar Tage später, hatte dieser Mann, der den Job gesucht hat, der Arbeiter, der hatte die Steine, die da lagen, der hatte in den Bach gelegt und hat eine Brücke gebaut von einem Haus zum anderen. Und als der Sohn nach Hause gekommen ist aus dem Urlaub, kam der Vater über diese Brücke gelaufen und hat gesagt, wenn du wüsstest, wie ich mich freue, dass du diese Brücke bauen lassen hast, jetzt können wir uns endlich mal umarmen. Jetzt können wir endlich mal wieder Freunde sein. Jetzt können wir wieder endlich mal ein Team sein und wieder zusammen sein. Und das hat diese beide wieder zusammengeschweißt. Vielleicht können wir solche Situationen nutzen. Vielleicht können wir Brücken bauen zwischen Menschen, die sich zerstritten haben. Menschen, die Böses mit Bösem vergelten, die mit einer blöden Frage mit einer blöden Antwort kommen und so weiter. Vielleicht können wir diese Person sein, die diese Situation einfach einstellen, diese Situation zum Frieden führen, dass wir Gutes tun, den anderen Menschen, damit wieder Frieden da ist. Es wird uns auch in unserem Leben persönlich weiterbringen. Der Vers 16 sagt, seid alle Zeit fröhlich. Und ich habe mich im ersten Moment gedacht, wie passen diese Verse zusammen? Aber als ich nachgedacht habe über dieses Thema, dann habe ich verstanden, wenn du so reagierst, als Betroffener oder auch als der daneben steht, du wirst Freude haben. Du wirst im Leben Freude haben, wenn du siehst, dass Menschen sich vereinen, dass die Situationen nicht eskalieren, sondern Frieden einkehrt, dass die
Menschen wieder miteinander sind und nicht gegeneinander. Wenn du das sehen willst, wirst du fröhlich sein. Paulus schreibt hier zu der Gemeinde, seid alle Zeit fröhlich. Und das ist möglich, das ist wirklich möglich, alle Zeit fröhlich sein. Wenn wir uns entscheiden, gute Sachen zu tun, Menschen was Gutes zu tun, werden wir Freude haben im Leben. Auch wenn es bei uns nicht immer so glatt laufen wird, aber wir werden fröhlich sein. Tu anderen Gutes, dann wirst du Freude immer mehr in deinem Herzen haben. Und der nächste Vers ist, betet ohne Unterlass. Und ich glaube, um ein Gebetsleben wirklich zu führen, sind diese beiden Verse enorm wichtig. Enorm wichtig, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten. Nicht, dass wir wegschauen, wenn Menschen sich zerstreiten, wenn Menschen böse Dinge tun den anderen. Wenn wir da nicht wegschauen werden, dann werden wir ein Gebetsleben führen können. Wir werden die Kraft haben, mit unseren Problemen ins Gebet zu gehen. Wir werden Kraft haben, sich nicht verbittern, sondern wirklich vors Kreuz zu gehen. Ich erlebte mal vor einigen Jahren eine Situation, das war beruflich. Ich hatte eine Kundin gehabt und die hat richtig Schwierigkeiten gemacht. Und ich bin ja da oft so, mehr oder weniger, ich bin kein Hersteller, ich bin nicht derjenige, der da oft was kann. Ich hing da wirklich dazwischen. Also ich konnte der Frau nicht wirklich zufriedenstellen. Und es ging da, es war eigentlich auch, das war nicht meine Schuld. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber das war wirklich so. Und ich habe da wirklich versucht, alles Mögliche mit ihr zu besprechen und sie zu irgendwie, aber sie war richtig böse orientiert und so böse und sie hat am Ende einen Teil der Rechnung nicht bezahlt und das hat in mir was ausgelöst. Ich wurde irgendwie sauer so und ich habe versucht, das irgendwie zu glätten, das Ganze irgendwie und das wurde auch am Ende alles fertiggestellt und so weiter, aber als das dann mit der Zahlung so kam, dann habe ich das Ganze nicht verstanden und so. Ne? Und ich kann mich noch erinnern, dass ich nach einiger Zeit erstmal diese Verbitterung in mir und dann ne, doch vielleicht nicht und das hing da irgendwo so. Und ich weiß noch, als ich hier vorne vor der Gemeinde stand, das waren noch andere Zeiten gewesen, am Sonntagmorgens Gebetsanliegen sammeln und ich stand hier und ich habe das erzählt. Ich habe das ins Gebet gebracht. Ich habe gesagt, wenn mein Gebet vielleicht nicht erhört oder Gott nicht reagiert, wir können als Gemeinde dafür beten. Und das war wirklich, ich weiß nicht, ob das am Montag war oder am Dienstag, ist die restliche Zahlung eingegangen. Ein Gebet verändert Menschen, verändert uns, verändert auch die anderen. Gott kann durch ein Gebet vieles verändern. Ein bestes und ein letztes Beispiel habe ich auch noch. Das ist das Beispiel aus der Bibel vom verlorenen Sohn. Und das, wenn wir uns mal das berühmte Bild anschauen, das teuerste Bild, was Rembrandt mal gemalt hat, das Bild vom verlorenen Sohn, wo der Sohn nach Hause kommt und sich vom Vater wirft. Und Vater den umarmt. Das könnt ihr euch anschauen. Das ist ein sehr teures Bild. Kostet Millionen. Und über dieses Bild wurde auch viel diskutiert. Warum hat der Gott so gemalt, also den Vater dann da als Gott präsentiert, warum hat er den gemalt, dass der geschlossene Augen hat? Und ich habe so nachgedacht darüber, wenn du wirklich Böses mit Gutem vergelten willst, musst du die Augen schließen. Du musst die Augen schließen. Du musst bereit sein, wegzuschauen über das Böse, was dir angetan wird. Wie Victoria weggeschaut hat und wie viele andere. Und das Beispiel
aus der Bibel, wo Gott uns entgegenkommt und einfach sagt, es ist okay. Du hast versagt. Du hast missgebaut. Aber ich bin da. Ich liebe dich, ich nehme dich an und ich gebe dir eine Party. Und in dieser Geschichte lesen wir, dass Gott ein Festmahl macht. Und jedes Mal, wenn wir vor Gott kommen oder wenn du dich für Gott entscheidest, gibt es eine Party im Himmel. Ich lade dich ein. Schließ die Augen, wenn dir jemand Böses mit Böse oder wenn dir jemand Böses tut. Amen.